Langzeittest der Apple Watch der 7. Generation. Warum ich mir so viel Zeit genommen habe, diese Uhr auf Herz und Nieren zu prüfen und ob die wirklich so gut ist, wie sie im Vorfeld angekündigt war, das verrate ich euch und noch viel, viel mehr nach dem Intro. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen erstmal zu diesem Video. Apple Watch der 7. Generation. Von vielen im letzten Jahr erwartet und dann doch enttäuscht, als das Ding auf den Markt gekommen ist. Denn viele von uns haben gedacht, wir kriegen diesmal so ein kantiges Design, angelehnt an die neuen iPhones. Pustekuchen war es. Apple hat das Ding so rausgebracht, so wie wir es kennen, allerdings natürlich mit Veränderung. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Denn die neue Apple Watch, die kommt etwas größer daher. Wir sind also jetzt bei dem kleinen Modell bei 41 mm und bei der großen Variante satte 45 mm. Das ist schon, wie man sieht, doch ein ganz schöner Anblick. Also die große Variante haben wir hier und das Ganze in der Edelstahlform. Von daher kann ich natürlich im Langzeittest viel euch über die Edelstahlvariante sagen. Ich möchte in dem Video mit euch meine Erfahrungen besprechen. Ich will noch ein bisschen auf die technischen Details der Apple Watch der 7. Generation eingehen und ich möchte euch ein paar günstige Armbänder zeigen und natürlich auch ein sehr, sehr schickes, nämlich das, was ich hier gerade trage. Was hier jetzt dran ist, das ist von der Firma Nomad, ein Edelstahlarmband mit DLC beschichtet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das habe ich mir einfach zu Weihnachten gewünscht und ich habe es bekommen. Und da freue ich mich auch, weil das ist wirklich gut, aber da kommen wir später im Video nochmal drauf zu sprechen. Was ist neu bei der Apple Watch der 7. Generation? Kommen wir doch erstmal zu den technischen Details, bevor ich euch alles weitere erkläre. Wir haben den S7-Chip jetzt verbaut und viele denken sich, hey, Apple hat einen neuen Chip dahergestellt für die wunderbare Smartwatch und nein, das ist falsch. Die CPU hat nur einen neuen Namen bekommen. Es ist also der gleiche, der auch in der 6. Generation rumwerkelt. Und das macht ja verdammt gut, weil es gibt momentan meines Erachtens und nach meinen Recherchen noch keinen anderen Chip in einer Smartwatch, der schneller arbeitet als dieser Chip von Apple. Und von daher ist ja alles gut. Man hat also das Altbewährte genommen und wir hoffen doch mal, dass wenn die 8. Generation rauskommt, Apple vielleicht eine neue CPU mit konzipiert. Sei es drum. Die Apple Watch kommt in drei Modellvarianten zu euch. Und zwar vom Material. Wir haben einmal die Edelstahlvariante, so wie ihr das jetzt hier seht. Ja, das sieht sehr, sehr edel aus. Man kennt das auch von den anderen Edelstahlvarianten. Da hat sich also Apple nicht lumpen lassen. Wir haben eine Titanvariante und es gibt natürlich auch wieder die Alu-Variante. Also ihr merkt schon, für jeden etwas dabei, der im Grunde genommen eine Apple Watch sich zulegen möchte. Ich bin ein Freund von Edelstahl, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und diesmal tat es mir sogar ein bisschen weh, die Apple Watch zu kaufen, weil die ist teurer. Also zumindest habe ich den Eindruck gehabt, gegenüber meiner damals genutzten Vierer-Serie, ist das schon ein kleiner Unterschied. Jetzt muss ich dazu sagen, und da kommen wir schon zu den ersten Erfahrungen der letzten 4 Monate. Edelstahl. Wie ihr seht, habe ich diesmal wirklich die silberne Variante genommen, also das reine Edelstahl. Im Vorfeld hatte ich eine schwarze der 4. Generation und die muss besser beschichtet gewesen sein, denn die Kleine hier kriegt Kratzer. Und zwar alltägliche Kratzer. Also wenn man mit der Uhr unterwegs ist und man stößt mal irgendwie mit dem Gehäuse an, ich sage jetzt mal eine Wand an, die kann tapeziert sein, die kann verputzt sein, da geht es schon los, da sind kleine Kratzer drin. Ihr habt sie auf dem Tisch liegen, das reicht schon aus, dass Oberflächenkratzer hier in die Uhr reinkommen, in das Gehäuse. Und ganz ehrlich, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also ich bin wirklich ehrlich zu euch, ich habe die Uhr schon jetzt bei meinem lieben Bekannten bei Parner Uhr-Veredelung gehabt. Der hat sie nochmal aufpoliert. Also wir haben da die Oberflächenkratzer wieder rausgemacht. Und da muss ich euch sagen, das hatte ich bei der 4er in Schwarz nicht. Durch diese Beschichtung oder wie auch immer man das gemacht hat, war diese Uhr robuster als jetzt das Edelstahl-Silber. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall in den letzten 4 Monaten feststellen konnte. Das Armband sieht jetzt natürlich ein bisschen, wie sagt man so schön, aus, weil ich mit meinen Fingern das angefasst habe, aber beim Armband sieht das ganz, ganz anders aus. Ja, vielleicht seht ihr das jetzt so ein bisschen, das glänzt und glitzert und das habe ich ja seit Weihnachten in Benutzung, das Armband. Und hier haben wir ebenfalls Edelstahl, allerdings ist das mit DLC beschichtet. DLC, Diamonds Likes Carbon, ist eine Beschichtung, die das Ganze ein bisschen härtet und somit kratzunanfälliger macht. Sei es drum.
Also, wir wissen schon mal, Edelstahl in Silber etwas kratzanfälliger als das ältere Modell der vierten Generation. 5 und 6 habe ich nie gehabt, von daher kann ich da keine Vergleiche ziehen. S7 ist drin, also der Chip aus der 6er Uhr ist drin. Was gibt es noch Neues? Wir haben bei der Edelstahl-Variante Saphirglas. Das ist gut, kratzunempfindlich, gibt es übrigens auch in dem Titanmodell. Bei der Alu-Variante ist es leider kein Saphirglas. Warum man das so macht, weiß ich nicht, aber ich hätte mir gewünscht, auch dort Saphirglas zu finden, weil die Robustheit ist einfach besser, als wenn man das Ganze hier nicht in diesem Glasbereich macht. Wasserdicht ist das Ganze auf jeden Fall. Bis 50 Meter können wir hier tauchen. Sollte gar kein Problem sein. Das waren die anderen Uhren ja auch. Die Specs ist ein bisschen was neu im Gegensatz zu meiner Vierer. Ich kann zum Beispiel jetzt meinen Blutsauerstoff überprüfen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das habe ich getestet. Das ist prima. Das EKG ist wieder mit dabei. Also die Gesundheitssachen sind auf jeden Fall mit dabei. Die Uhr überwacht euch. Die kann einen Sturz abfangen und dementsprechend prüfen. Bist du jetzt gefallen? Brauchst du Hilfe? Also abfangen kann sie den Sturz natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber sie kann Maßnahmen einleiten, wenn ihr nicht mehr in der Lage dazu seid. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe auch mir mal den Spaß gemacht. Ich habe mit dem EKG mal gearbeitet und bin dann zum befreundeten Arzt und habe gesagt, lass uns jetzt bitte mal einen Test machen. Wir nehmen dieses EKG der Uhr. Ich schicke dir das und gleichen Atemzug machen wir ein EKG mit einem normalen EKG-Gerät. Und ich muss euch sagen, die Uhr ist da sehr, sehr präzise. Also was Apple da auf die Beine gestellt hat, das passt schon. Wer sowas benötigt oder wer sowas möchte, der ist hier gut beraten. Verarbeitungstechnisch gibt es wirklich absolut nichts zu meckern. Ihr seht, auf der Rückseite sind ein Haufen Sensoren jetzt mittlerweile. Wir haben jetzt nur noch einen Schlitz an der Seite. Ups, da ist die Kamera aus dem Fokus raus. Ja, ihr seht das. Bei den anderen Modellen waren ja immer zwei so eine Sachen drin. GPS und Cellular ist das Ganze natürlich auch. Ja, das ist ganz klar. Ihr habt also hier die Möglichkeit, ein eSIM einzubauen, beziehungsweise braucht ihr bloß den Code einzugeben und dann könnt ihr mit der Uhr unabhängig und autark unterwegs sein. Ihr seid also erreichbar, ihr habt sogar die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Alles prima Sachen. Das geht auch ganz, ganz gut. Ihr könnt also auch genügend Musik auf eure Uhr laden, denn der Speicher ist sehr, sehr groß geworden im Gegensatz zu meiner Vierer. Ich glaube, der hat sich sogar verdoppelt. Von daher passen da viele, viele Lieder drauf, die euch ermöglichen, unterwegs mal Musik zu hören, ohne dass ihr das Handy mit dabei habt. Feine Sache. Displaymäßig sehr, sehr nice. Also das ist das beste Display, was ich wirklich an der Apple Watch bis jetzt sehen durfte. Es ist wirklich extremst gut. Man erkennt kaum noch die Ränder. Und ja, wie wir sehen, es ist sogar hier ferne Seite ablesbar. Und man kann das sogar hier im Video super gut erkennen. Das Always-On-Display war für mich neu. Das hatte dieses vierte Modell nicht. Jetzt habe ich das und ich muss euch sagen, ich finde das sehr angenehm, denn es ist nicht so, dass man auf die Uhr schaut und es geht sofort an, sondern die Uhr federt das weich rein. Also ganz, ganz toll. Das sieht sehr edel aus, wirkt auch sehr edel. Ich bin der Meinung, das hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt, weil es wirklich ein absolut toller Hingucker ist und es macht Spaß, jedes Mal raufschauen zu können und ihr habt sofort die Uhrzeit parat. Das war ja bei den anderen Modellen, wie gesagt, Vierer, nicht so der Fall und von daher finde ich das richtig klasse. Was ist noch neu? Apple hat den Akku ein bisschen angepasst. Man hat also versucht, die Akkukapazität etwas zu vergrößern. Ich muss euch aber sagen, im normalen Leben konnte ich in den letzten 4 Monaten nicht davon großartig was merken. Also meine Vierer und meine Siemer waren von der Akkuladekapazität her unterschiedlich. Ja, die Siemer hat viel, viel schneller geladen und war auch viel schneller zum Dreiviertel voll. Das liegt aber an der neuen Technik, die Apple hier verbaut hat. Aber was die Langlebigkeit der Akkus anging, muss ich euch sagen, nach 1,5 Tagen ging es denn schon unter die 10%. Spätestens nach 1,75 Tagen war Feierabend. Und da wünsche ich mir von Apple in Zukunft, das Apple-Team macht einfach was an dem Akku. Es kann in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr sein, dass eine Smartwatch nach 1,5 Tagen den Geist aufgibt. Wir sollten mindestens 3 Tage am Stück haben, weil ihr wisst das vielleicht, geht es euch ebenfalls so. Man ist mal Freitag unterwegs, man muss mal spontan vielleicht das Wochenende irgendwo hin. Man vergisst das mitzunehmen, das berühmte Ladekabel und dann steht man wieder Ochse vom Berg, wie man so schön sagt. Nach 1,5 Tagen ist nämlich dann Ende im Gelände. Und das wiederum finde ich nicht so gut. Weitere Features sind auf jeden Fall LTE, UMTS, Bluetooth 5.0,
Ich habe nochmal geschaut, 32 GB sind an Speicher jetzt hier intern und von daher passt das schon, was die Musik angeht. Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel mit unterwegs sein. Und was die Bergsteiger freuen wird, es gibt jetzt auch einen Kompass und ein Höhenmesser als Display. Wunderbare Sache und das funktioniert auch, habe ich wirklich auch getestet. Also ich bin direkt mal hier in Thüringen Berge reingefahren und habe den Höhenunterschied mir angeschaut und habe natürlich auf der Karte vorher verglichen, wo ich hinfahre, wie die Höhenmeterangaben waren und waren präzise und das hat gestimmt. Finde ich gut. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, Display super. Da gibt es überhaupt nichts. Ich komme wahnsinnig gut mit der Uhr klar. Dadurch, dass das Display jetzt mit der 45er-Variante sehr, sehr groß ist, ist es A, super zum Ablesen. B, macht es auch Spaß, auf der Uhr zu tippen und dann dementsprechend zu arbeiten, weil alles etwas größer und angenehmer wirkt und ihr wesentlich besser mitarbeiten könnt. Nachrichten, die man jetzt bekommt von den Messenger-Diensten, kann man hier beantworten. Irgendwann gibt es in Deutschland auch eine digitale Tastatur, also eine kleine Tastatur hier auf der Uhr, wo ihr direkt Nachrichten beantworten könnt. In den USA ist das schon möglich, wir müssen leider noch ein bisschen warten. Naja, was soll's. Was ist mir noch aufgefallen? Wie gesagt, schnelles Laden, das funktioniert sehr, sehr gut. Verarbeitung ist hervorragend, ist überhaupt nichts, das Display macht immer Spaß. Ihr könnt das Always-On-Display ab- und anstellen, so wie ihr das möchtet. Je nachdem, wie das beliebt. Das ist richtig gut. Und was soll ich euch sagen? Im Großen und Ganzen ein super tolles Teil. Wirklich, es lohnt sich hier zu sagen, ich kaufe mir die Apple Watch 7. Aber für alle diejenigen, die jetzt ein 6er-Modell ihr eigen beziehungsweise ein 5er-Modell, da würde ich sagen, wartet bitte. Das lohnt sich nicht unbedingt. Beim 5er vielleicht schon eher, aber beim 6er auf gar keinen Fall. Ja, das 6er-Modell ist etwas kleiner und vielleicht, wenn, dann wäre das ein Punkt der Größe. Ansonsten braucht man das wirklich nicht zu machen, denn die ganzen Features, die es hier auf der 7er gibt, die gibt es eigentlich im Groben und Ganzen auch auf der 6er. Der Akku und die Schnelligkeit des Ladens ist zwar jetzt unterschiedlich, aber das alleine reicht wirklich nicht aus, um den Preis, also den man nochmal ausgeben müsste, gerecht zu werden. Das würde ich sagen, lasst lieber bleiben. Was interessant ist, die Apple Watch 7 ist für jeden interessant, der ein 4er, ein 3er, ein 2er oder sogar noch ein 1er Modell benutzt. Wer also das sein eigen nennt, der sollte hier auf jeden Fall wechseln. Kommen wir mal zum letzten Teil in diesem Video, nämlich den Armbändern. Ihr wisst ja, Apple lässt sich die Armbänder, die wunderschön und schick aussehen, richtig teuer bezahlen. Ich habe mein Traumarmband gefunden, auch wenn ich jetzt schon wieder mit den Händen drauf rumgetatscht habe. Und ich putze das gerne nochmal für euch, damit ihr seht, wie schön dieses wunderbare Nomad, so heißt es richtig, Armband glänzt. Also ich muss sagen, mir gefällt meine Uhr jetzt super, super gut. Das ist ein absolut edles Armband. Kommt um den dicken Daumen, je nachdem, wo ihr guckt, zwischen 150 und 170 Euro daher. Ihr habt die Möglichkeit, diese Glieder einzeln anzupassen. Wir haben hier einen Magnetverschluss, der hält wirklich bombensicher. Also da passiert überhaupt nichts. Die Uhr in der Edelstahl-Variante sieht super edel damit aus. Eine feine, feine Sache. Nicht jeder hat so viel Geld, beziehungsweise das Glück, sich darüber schenken lassen zu können. Wie gesagt, das war dieses hier. Das ist das teuerste Armband, was ich mir jetzt für eine Apple Watch gekauft habe. Aber ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit und ich habe diesen Kauf nicht bereut. Warum sage ich, habe sie gekauft? Das ist ganz einfach. Ich habe es wirklich gekauft und habe es mir dann schenken lassen zu Weihnachten. Naja, ihr wisst, wie es ist. Man schaut ja nach. Aber mal abgesehen von dem originalen Apple Armband, was ja mitgeliefert wird, ja, was, denke ich mal, jeder von euch schon kennt, weil dieses Armband auch in anderen Uhren verbaut wird, gibt es natürlich aus dem Zubehör welche. Und da gibt es schon gute Armbänder für um den dicken Daumen 20 Geld. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe da zwei Armbänder für euch. Einmal dieses hier. Das nehme ich mal aus der Verpackung raus. Das ist so ein Gliederarmband aus Edelstahl. Und ich muss euch sagen, ja, das sieht zwar nicht so gut aus wie das, was ich jetzt umhabe, aber erstens mal hatte ich das schon bei der schwarzen Uhr. Das ist so ein bisschen gebürstet, muss ich sagen. Edelstahl gebürstet. Also das sind keine Kratzer, sondern das ist wirklich so edelstahl gebürstet. Das gibt es um den dicken Daumen für Männer. Ja, natürlich für Frauen. Weiß ich nicht, ob eine Frau da drauf steht. Aber für Männer um die 20 Euro kriegt man das schon beim großen E, beziehungsweise wenn man mal im Netz ein bisschen googelt. Und das ist ein solides, gutes Armband. Wie gesagt, ich habe das Jahre mit der schwarzen Uhr getragen. Ja, das kann man hier so dementsprechend so einer
Geschichte auf- und zumachen. Von daher alles prima. Ist ein günstiges Armband. Passt auf die 45mm Variante, obwohl es eigentlich nur für die 44 konzipiert ist. Ist mit dem Armband übrigens genauso. Ja, und dann habe ich noch ein zweites euch mal mitgebracht. Auch das habe ich günstig im Internet gekauft, weil ich einfach gesagt habe, man muss auch mal ein Arbeitsarmband haben, wenn man mal vielleicht unterwegs ist, wo es ein bisschen derber zugeht. Auch ein sehr schönes Gliederarmband. Das möchte ich euch ja auch noch zeigen. Das ist ebenfalls aus Edelstahl. Das ist robust, es ist sehr flexibel, sehr, sehr weich, anpassbar auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, die Armbänder lassen sich sehr, sehr schnell wechseln. Das passt soweit. Und auch hier um den dicken Daumen 20er bis ein 30er, mehr muss man da gar nicht ausgeben. Und es gibt da wirklich im Zubehör so, so viele Armbänder, die richtig klasse sind und gar nicht viel kosten. Muss man immer sehen, was man braucht, was man sich wünscht und was man möchte. Und für Leute, die viel unterwegs sind mit der Apple Watch auf Terrain, wo es ein bisschen rauer zugeht, also ich sag jetzt mal auf der Baustelle oder vielleicht in der Wildnis oder sonst irgendwas, da macht sich natürlich ein stabiles und robustes, jedoch günstiges Armband ganz gut, weil dann ärgert man sich nicht so, wenn man jetzt mal vielleicht doch einen größeren Kratzer oder irgendwas reinbekommt. Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit den Armbändern, die ich jetzt habe. Das Originale von Apple nutze ich nicht. Das war, wie gesagt, dazu. Mir gefällt es persönlich nicht. Ist so. Ja, man hat es dazu bekommen. Das Armband hier finde ich wahnsinnig schick. Das macht wirklich einen ganz schlanken Fuß und das wirkt sehr, sehr edel an der neuen Apple Watch. Keine Frage. Die anderen beiden Armbänder sind sehr funktional. Die sind was für die Robustheit. Von daher, wenn ich es brauche, wenn ich mal unterwegs bin, draußen in der Natur, dann habe ich da das dementsprechend und mache mir das ja nicht kaputt. Wechseln dauert ja bloß eine Minute. Fazit nach fast vier Monaten Testung. Apple Watch der 7. Generation. Super schnell, super gut verarbeitet. Das Display macht wahnsinnig Spaß. Die ganzen Features, gerade sportlicherseits, sind supi. Ihr habt die Möglichkeit, aufgrund der ganzen Technik mit der Apple Watch zu bezahlen. Ihr könnt eure Tickets draufladen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit könnt ihr den Impfstatus da draufladen und so weiter und so fort. Das passt alles sehr, sehr gut. Der Sprung von der 4er zur 7er hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Das ist ganz, ganz klar. Sie ist wahnsinnig schnell gegenüber der 4er. Ich habe das so ein bisschen versucht gegenzuhalten und zu testen. Man sieht es schon, wenn man sich damit beschäftigt und mal ein bisschen in die Tiefe geht. Die Apps laden sehr, sehr schnell. Das ist alles richtig toll. Das Display, hatte ich schon erwähnt, sieht wahnsinnig gut aus. Robustheit war so mein Manko, weil ich hatte, wie gesagt, schwarze Variante, der Edelstahl-Variante in der 4. Generation und die war extremst kratzunempfindlich. Hier ist ein bisschen kratzempfindlich, das kennt man so. Es sind so Mikrokratzer, die sind nicht sehr schön. Ja, wenn man jetzt jemanden kennt, der polieren kann, dann ist das alles kein Thema. Dann lässt man alle halbe Jahre mal die Uhr aufpolieren und gut ist. Dürfte aber eigentlich bei dem Preis nicht so sein. Bei der Alu-Variante ist es meiner Meinung nach nicht ganz so schlimm. Das geht einigermaßen. Titan spricht für sich. Titan ist ein ganz anderes Material, aber dafür bezahlt man auch einen wahnsinnigen Aufpreis. Wer das sich wünscht und wer das will, okidoki. Die 7. Generation ist auf jeden Fall für alle diejenigen interessant, die jetzt die 6er nicht haben, die davor ein Modell haben. Da lohnt sich das Upgrade. Und für diejenigen, die die 6er sein eigen oder ihr eigen nennen, müssen halt überlegen, ob sie den Aufpreis zahlen sollten oder nicht sollten. Was mir, wie gesagt, noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Apple bei dem eigentlichen bekannten Modell geblieben ist von der Form her. Das kennen wir alle noch über Jahre hinweg. Sie ist ein bisschen breiter geworden, ein bisschen dicker geworden. Das ist aber auch ganz klar durch das Display, was sich aber extremst gut ablesen lässt. Das muss man ganz ehrlich sagen, das haben sie gut gemacht und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt nicht gerade die größte bzw. die breiteste Variante eines Handgelenks. Aber ihr seht, die Uhr trägt nicht zu dick auf. Das sieht also alles noch sehr natürlich und human aus. Und für Frauen mit der 41er Variante passt das auch ganz gut. Ich konnte das im Store mal so vergleichen und habe da mal einen Test gemacht, weil ihr wisst das, ich kann mir nicht jede Apple Watch dazu kaufen, um das Review zu machen. Das geht leider nicht. Das ist nicht so, dass ich jetzt die Sachen gestellt bekomme, sondern ich muss die mir selber kaufen. Deshalb habe ich mich, wie gesagt, für die Edelstahl-Variante entschieden. Würde ich eine Kaufempfehlung rausgeben? Ja, auf jeden Fall. Weil es ist wirklich eine super schöne Smartwatch, die eigentlich keine Wünsche öffnen lässt. Ja, es gibt mittlerweile viele Hersteller, die Uhren bauen. Das steht vollkommen außer Frage. Aber für die Leute, die das Apple-Universum mögen, wären der Sirius 7
wie so schön sagt, um Serie 7, ich sage immer Serie 7, sehr, sehr zufrieden sein. Gut, ihr Lieben, dann sind wir durch mit dem Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar. Auch da würde ich mich freuen. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren. Machen mittlerweile ja die wenigsten. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich das noch irgendwann mal ändern wird. Und wem die Videos zu trocken sind, der folgt mir auf Twitch. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommt da einfach mit hinzu. Und wenn ihr da Fragen habt, dann stellt sie mir einfach. Ich bin gerne bereit, euch diese zu beantworten. In diesem Sinne, bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Ich verabschiede mich und bin raus. Euer Big L. Macht's gut.